10 Dinge, die in keinem naturnahen oder Permakulturgarten fehlen dürfen. Schätzen wir Steine wert, genauso wie Patrick Star von SpongeBob. Was hast du da drin, Wackersteine? Hey, das sind Wackersteine. Warum ist dein Koffer voll mit Steinen? Misch dich nicht in meine Privatangelegenheiten. Wir können sie auch ganz einfach bei uns in einem Permakulturgarten oder einem naturnahen Garten einfach mit integrieren, weil sie halt sehr viele nützliche Vorteile mit uns bringen können. Ein Permakulturprinzip ist es, dass wir Elemente nutzen, die viele verschiedene Aufgaben und Nutzungsmöglichkeiten für uns bieten. Mit den Steinen können wir sehr viele schöne Sachen machen. Zum Beispiel eine Sonnenfalle bauen, Steinhaufen aufsetzen, die in die Beete mit reinlegen und einfach darauf hoffen, dass da die Schnecken sich darunter verkriechen, auf Menschen werfen. What the hell? Zur Vogelablenkung. Mit Hilfe eines Steinhaufens können wir auch Nützlinge ansiedeln. Außen erwärmt sich dann das Ganze und innen ist es dann auch schön kühl. Diese Konstellation zum Beispiel auch sehr viele Reptilien mögen, beispielsweise Schlangen oder auch Echsen. Oder auch sich diverse Schnecken damit ansiedeln können. Und warte, nicht nur die unliebsamen Nacktschnecken, sondern auch Tigerschnägel oder auch Weinbergschnecken können auch hier ihr Zuhause finden. Keine Chance gegen meine Schnelli. Pardon, die Herren. Ihr zwei scheint wohl zu vergessen, wer alle anderen besiegen wird. Meine Schnecke. Patrick, das ist ein Stein. Auch für die Unterstützung deines Pflanzenwachstums kannst du die Steine so nutzen, dass sie als Sonnenfalle agieren. Ich zum Beispiel mache das auf meinen Hochbeeten, da habe ich dann am Rand diese Steine mit aufgesetzt. Du kannst es auch natürlich in einem größeren Stil machen. Es gibt welche, die bauen sich zum Beispiel Hochbeete aus Stein. Keyhole Beets werden auch gerne aus Dachziegeln gemacht. Oder ein Kollege von mir, der Daniel von den Waldgeistern mit seinem Permakulturverein, die haben eine riesengroße Sonnenfalle aufgebaut. Bald ist auch die Erdbeersaison. Die tragen bereits Früchte und beginnen auch zum Reifen. Stell dir mal das Szenario vor, du freust dich auf deine Erdbeeren, bald kannst du sie ernten, dann kommen die Vögel und picken dir alles weg. Ganz schön ärgerlich. Ja, du kannst kreativ werden und die Vögel austricksen, indem du zum Beispiel Steine nimmst und die so anmalst, als ob sie Erdbeeren wären und legst sie dann bei dir in die Beete. Die Vögel fliegen dann zu den Fake-Erdbeeren hin, versuchen sie natürlich zu essen, funktioniert dann nicht, hart, haben kein Interesse und haben dann für sich abgespeichert, dass Erdbeeren unverzehrbar ist. Also das heißt, du verarschst die Vögel. So ist es gut, mach es nur schön sauber. Das ist einer der wichtigsten Aspekte und ich finde, den sollte auch jeder in seinem Garten umsetzen, weil Mulchen so viele Vorteile mit sich bringt. Ich habe auch schon sehr viele Videos dazu gemacht, welche unten in der Videobeschreibung verlinken. Mulchen, ganz kurz gesagt, dein Boden haltet das Wasser viel besser, Pflanzen haben mehr Wasser zur Verfügung, vor allem in Trocken- und Dürremonaten hast du dann hier den Vorteil, dass du weniger gießen brauchst. Du hast dann die ganze Zeit einen Dauerdünger, weil du deinen Boden leben, die Regenwürmer, die Pilze, die Bakterien fütterst und die dann dafür sorgen, dass deine Pflanzen mit den entsprechenden Nährstoffen gefüttert werden. Diese Symbiose ist sehr wichtig für die Pflanzengesundheit. Dann hast du wertvolle Isolationseffekte. Zum Beispiel im Winter wird dein Boden vom Frost geschützt und im Sommer wärmt sich der Boden nicht ganz so stark auf. Das ist dann vor allem sehr wichtig im Hochsommer. Dann kann der Boden richtig heiß werden, dann kannst du auch jedes Bodenleben ziemlich stark verletzen und auch die Pflanzen schädigen. Falls dir Mulchmaterial fehlt, vor allem wenn du eine sehr große Anbaufläche hast, frag einfach mal deine Nachbarn, ob sie dann den überschüssigen Grasschnitt, den sie haben, irgendwie auf einen Kompost machen, wo sie nur Grasschnitt draufwerfen und der Kompost dann einfach nur vor sich hin schimmelt. Das ist kein richtig guter Kompost. Und oder sie einfach zum Wertstoffhof bringen oder zu einer Grüngutsammelstelle. Dann werde du zur Grüngutsammelstelle und sag deinen Nachbarn, die können das an einer bestimmten Stelle ablegen. Dann auch auf Kleinanzeigen eine Anzeige machen. Und ein weiterer Vorteil ist, du sparst nur noch zusätzlich Zeit, weil du das Beikraut einfacher zupfen kannst, das lässt sich, weil der Boden sich ja weiter schneller aufbaut, also der Humusboden, der wird immer lockerer und feiner, kannst das Beikraut schneller rauszupfen und es wird auch durch die Mulchschicht unterdrückt, dass es überhaupt erst stark keimen kann. Punkt Nummer 3, Mischkultur und Stufenanbau. Ein vielfältiger Pflanzenbewuchs ist sehr wichtig für den Boden, denn die Pflanzen haben unterschiedliche Bedürfnisse und
brauchen dann auch unterschiedliche Nährstoffe von zum Beispiel unterschiedlichen Bakterien. Also Bakterien und Pilze, die spezialisieren sich auf einen gewissen Bereich und die Pflanze tut dann von ihrer Photosynthese eine Zuckerlösung machen und diese in den Boden abgeben, die hat, um die entsprechenden Bakterien oder auch die Pilze, also die Mikroorganismen, heranzulocken. So beginnst du eine Vielfalt im Bodenleben zu etablieren und wenn du unterschiedliche Pflanzen hast, auch unterschiedliche Blüh- und Kräuterpflanzen, lockst du auch verschiedene Insekten an, die sich auf die Pflanzen zum Beispiel spezialisieren und erhöhst dann auch hier die Artenvielfalt und kannst dann auch unter anderem Nützlinge ansiedeln. Zum Beispiel kannst du Pflanzen setzen, die den Marienkäfer anlocken und eine Läuseplage zum Beispiel hast, dann hast du gleich die Marienkäfer, die dann die Läuse beseitigen können. Je mehr Pflanzen du hast, desto mehr Insekten lockst du an und diese Insekten bieten dann wieder eine Nahrungsgrundlage für Tiere, wie zum Beispiel dann auch den Vogel oder auch den Igel. Du solltest realisieren, dass wir eigentlich auf einem Insektenplaneten leben und die sozusagen die Grundlage für größere Lebewesen wie zum Beispiel uns Menschen bieten. Es gibt sehr viele Mischkulturen, die du bei dir im Garten anwenden kannst, um halt ein Gleichgewicht herzustellen, um halt, dass Pflanzen verschiedene Gerüche und Botenstoffe ausstoßen, dass dann auch zum Beispiel Pilzkrankheiten oder unliebsame Insekten ferngehalten werden. Video zur Mischkultur habe ich auch gemacht, werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Punkt Nummer 4, Contiki und Pflanzenkohle. Die Pflanzenkohle hat eine gute Oberfläche, wodurch sie wie ein Schwamm agiert. Sie kann Wasser gut aufsaugen, Bakterien und auch Nährstoffe. Und wenn sie sich erstmal vollgesaugt hat, dann kann sie diese langsam an die Pflanzen abgeben. So kannst du auch der Ausschwemmung der Nährstoffe entgegentreten. Für die Herstellung der Pflanzenkohle wird ein spezielles Pyrolyseverfahren genutzt. Das heißt, dass die organischen Materialien unter Luftabschluss verbrannt werden. Hier kannst du zum Beispiel ein Erdkontiki selbst graben, die einen aus Metall selber bauen, Pyrolyseofen bauen oder was ich gemacht habe, ich habe eine Pflanzschale von einem Freund bekommen, nachdem ich ihm gezeigt habe, wie das ungefähr gebaut wird, ist eigentlich eine umgedrehte Pyramide wie eine große Agni Horta Schale, auch wenn ich das Ritual nicht nutze. Wichtig dabei ist, wenn du die Pflanzenkohle herstellst, dass du halt immer wieder rechtzeitig nachlegst und den richtigen Löschzeitpunkt findest. Dafür nutze ich dann meistens meinen eigenen fermentierten Urin oder halt dann ganz normal Wasser, damit jetzt dann hier zum Beispiel diese Poren mit aufspringen. So, auch hier detaillierte Videos werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken, die ich dazu gemacht habe. Für mich persönlich war es dann doch immer eine Qual, die Pflanzenkohle selber zu machen oder sich an ein Lagerfeuer hinzusetzen. Dieser Rauch, der sticht sofort bei mir in den Augen und in den Lungen. Eieiei. Wo was man nicht alles tut, um den Boden aufzubauen und geht durch Qualen. Broadfork und Grabgabel. Einige Menschen ist das No-Dig-Verfahren so eine Art Modetrend, was halt zum Teil ein unberechtigten Hype ist. Da gibt es dann auch sehr viele Diskussionen in Social-Media-Gruppen, wie man es auch nicht anders kennt, ja, wo sich dann wieder zwei Parteien angreifen. Die einen sind fürs Umgraben und die anderen halt dann fürs No-Dig-Verfahren. Und dieses No-Dig-Verfahren, also nicht umgraben, ja, hat auch seinen Sinn, weil wir die Bodenstruktur nicht stören möchten, weil wir die Bodenstruktur und das Bodenleben nicht durcheinander bringen möchten. Beim Umgraben kann es auch durchaus passieren, dass wir anaerobe Bakterien von unten nach oben bringen und die dann auf der Oberfläche austrocknen können. Also solchen Schaden möchten wir dann vermeiden. Deshalb nutze ich schon bei meinen angelegten Beeten die Grabgabel oder die Broadfork, wo ich dann hier einfach reinsteche, ein bisschen rumrüttel, so auflocker, um halt hier ein bisschen Sauerstoff in die Beete wieder mit reinzubekommen, was auch wieder gut fürs Bodenleben ist. Und mulch das Ganze ordentlich und lasse es dann einfach so liegen und lasse dann meine Pflanzen, die dort wachsen und auch das Bodenleben, dafür sorgen, dass meine Böden locker und fluffig bleiben. So, und das werden sie auch mit der Zeit, das kann ich dir garantieren. Die Ausnahme, wo ich zum Beispiel das Umgraben sehr gerne anwende, ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen richtig fetten Lehmboden hast oder der Boden stark verdichtet ist und du möchtest da jetzt ein Beet anlegen. Also einmal geht klar für das Beet anlegen, danach würde ich dann auf die Grabgabel umsteigen. Wobei auch selbst beim Umgraben an sich finde ich die Grabgabel angenehmer als den Spaten. Das anstrengende Umgraben, wobei es dann doch einen sehr guten Trainingseffekt hat, kannst du auch mit den nachfolgenden Elementen auch vermeiden. Punkt Nummer 6, Hügel und Hochbeet. Das Hügelbeet ist ein effektives Beet,
aufgebaut über mehrere Jahre hinweg, weil ihr unter anderem in der untersten Schicht Holzstämme nutzt. Diese Holzstämme sorgen für die gute Wasserspeicherkapazität. Wenn deine Jungpflanzen irgendwann mit ihren Wurzeln die Holzstämme erreichen, dann haben sie eine sehr gute Wasserspeicherkapazität. Auch wenn dann die oberen Schichten und auch die obere Erde austrocknet, unten drinnen holen sie sich dann ihr Wasser und dann hast du während deiner Dürrezeit musst du nicht unbedingt gießen. Deine Pflanzen sind auch mit dem Wasser versorgt und werden weiter wachsen. Das Hügelbeet schichtest du natürlich dann weiter auf, tust dann grobes Material, grobes Gerst rein, dann kommt dann feineres Material, stickstoffhaltiges Material, Grasschnitt, Mist zum Beispiel. Dann kannst du eine Kompostschicht oben drauf machen und dann deine Pflanzerde unter anderem setzen oder ganz oben die Kompostschicht und kannst dann hier auf verschiedenen Stufen deine Pflanzen reinsetzen. Oben zum Beispiel die wärmeliebende Pflanzen, wie zum Beispiel Kürbisse oder auch Tomaten und dann kannst du auf der Nordseite, in der schattigen Seite gut Salat raussetzen. Ich nutze halt sehr gerne meinen Kompost, wie ich es auch immer sehr gerne meine Gartenrundgänge zeige, dass ich dort meine Kürbisse reinsetze. Setz sie einmal rein, muss nichts mehr machen, haben das ganze Bodenleben, das ganze Nährstoffe, die Pflanze versorgt sich selber. Muss nur gucken, dass halt das Wasser da bleibt. Kann beim Kompost dann manchmal passieren, dass das nicht der Fall ist. Pflanzen werden kräftig, weniger krankheitsanfällig. Und letztlich muss ja nur die Früchte ernten, was ja beim Kürbis deshalb eine sehr einfache Kultur wird. Von daher Kürbisse immer auf dem Kompost. Nach der Kürbisernte ernte ich dann noch meinen Kompost. Ab und zu mal kommt er bei mir in die Beete, mache ich aber auch ungern. Komm gleich dazu. What the hell you say? Oder ich fülle die dann in Säcke ab für meine eigene Anzuchterde nach gut einem Jahr. Da sind noch ein paar Holzstücke mit dabei. Ein bisschen Regenwürmer und auch Bakterien. Auch der wichtigste Zustand. Viele meinen, man braucht einen super fertigen Kompost, der dann mit Nährstoffen dann voll ist, damit dann die Pflanzen sich davon ernähren können. Mir ist dann sehr wichtig, wie zum Beispiel im Buch vom Herwin Pommeresche beschrieben ist, dass der Kompost am besten ist, wenn er so gerade im verrottenden oder halb verrotteten Zustand ist, weil dann die ganzen Regenwürmer und Bakterien gleich arbeiten und sie dann vor Ort sind für die Pflanze und die Pflanze kann dann dadurch wunderbar wachsen, ist einfach das gleiche Vorbild, wie wir zum Beispiel in der Natur haben. Von da bin ich halt eher dann der Freund von Dauerhumus, also das heißt vor Ort gleich den Kompost aufbauen und darauf reinzusetzen oder zu mulchen oder den Kompost dann halbfertig dann zum Beispiel die Anzuchterde zu nutzen oder gleich halbfertig dann nach einem Jahr in die Beete zu bringen. Natürlich auch wieder achten, welches Material man nutzt, also zum Beispiel frischen Mist würde ich das nicht machen, weil der zu scharf ist, da würde ich dann separaten Kompost anlegen oder wenn man zu viel organisches Material wie zum Beispiel Walnusslaub hat, was Gerbstoffe hat, dass ich das nicht direkt in die Beete mit eingebe, weil dann die Gerbstoffe auch für eine Hemmung des Pflanzenwachstums sorgen können. Das heißt, ich würde dann für solche Fälle separate Komposte anlegen, die dann für mehrere Jahre einfach liegen lassen oder dann gleich eine Heißrotte machen. In der Heißrotte versuchen wir den Kompost auf Temperatur zu bekommen, gut 50 bis 70 Grad. Nehmen wir dann zum Beispiel den Kompost wenden. In einem Beispiel mit dem Walnusslaub. Nehmen wir zum Beispiel Walnusslaub und dann brauchen wir eine andere Stickstoffkomponente, damit die Mikroorganismen arbeiten können. Hier können wir zum Beispiel Hühnermist nutzen, weil der sehr viel Stickstoff hat. Nehmen diesen Kompost, bauen ihn auf und tun ihn dann zum Beispiel alle 2 Tage wenden. Und durch diesen Wendevorgang erhitzt sich dann der Kompost sehr stark. Braucht auch dementsprechend auch das Wasser, du brauchst auch diese Feuchtigkeit. Von daher eignet sich dann eher so eine Heißrotte dann zu machen. Wenn es jetzt nicht unbedingt Sommer ist, wo dann sowieso vielleicht dann Wasserprobleme hast bei langen Dürreperioden, sondern mehr dann im Herbst, im Frühjahr oder auch im Winter zu machen, wenn es dann vielleicht ab und zu mal schneit oder auch regnet. Die Heißrotte ist ein Verfahren, wo du dann auch sehr schnell den Kompost fertig bekommst und ihn dann auch in deine Beete mit einarbeiten kannst. Das heißt, wenn du sehr viel Kompost und Erde gerade für dein Projekt am Anfang benötigst, ist die Heißrotte dann auch sehr zu empfehlen. Und aufgrund der Tatsache, dass du die Temperatur auf 60 bis 70 Grad hochbekommst, werden auch hier unliebsame Bakterien, Pilze und Krankheiten, auch Fäkalbakterien zum Beispiel, wenn du zum Beispiel deine eigene Kompost-Trenntoilette umsetzen möchtest in dieser Heißrotte vernichtet. Kompost-Trenntoilette und effektive Mikroorganismen. Fangen wir mit dem grundlegenden Element an, weil die anderen beiden ja sehr ähnlich sind. Und zwar mit den effektiven Mikroorganismen, die sozusagen als Grundlage dafür dienen, dass die anderen beiden Sachen funktionieren. Die effektive Mikroorganismen, habe auch schon Videos dazu gemacht, verlinke ich dir auch, wenn man die zum Beispiel selbst herstellt. Dann nimmt man einfach eine Urlösung, tut dann die zum Beispiel in einen 10 Liter Kanister einfüllen, gibt dann noch 500 Gramm zum Beispiel Melasse mit rein oder man kann auch Honig nutzen, füllt das mit Wasser auf und lässt es dann für gut 6 Wochen
fermentieren. So diese effektiven Mikroorganismen nutzen wir dann für unsere Fermente, wozu auch der Bokashi oder auch die Komposttoilette zählen. Die effektiven Mikroorganismen sind unter anderem Milchsäurebakterien, die unter Luftabschnitt arbeiten können, und das möchten wir uns zunutze machen. Der Bokashi zum Beispiel, ein Eimer, den wir dann mit unseren Küchenresten nach und nach füllen können, sogar mit Fleisch, mit Knochen und gekochtem. Solltest du aber auch mischen mit obsthaltigen Sachen, das halt zum Beispiel Fruchtzucker hat, oder um den ganz normalen Grünzeug und auch zum Beispiel mit dem Gemüse. Da kannst du dich auch ein bisschen an das Sauerkraut orientieren, wenn man das herstellen möchte, ist das gleiche Prinzip. Wir schichten diesen Eimer mit den verschiedenen Küchenresten auf, mischen natürlich hier gut durch, sprühen da immer wieder effektive Mikroorganismen, bis der Eimer komplett gefüllt ist, können dann Wasser einführen, damit sich diese Hohlräume komplett schließen, damit da wirklich alles unter Luftabschnitt ablaufen kann, tun dann oben noch ein bisschen Pflanzenkohle rein, damit die sich zum Beispiel aktivieren kann, wenn wir sie selbst hergestellt haben, besprühen das Ganze oben nochmal mit effektiven Mikroorganismen, schließen den Eimer luftdicht und lassen den Eimer dann für gut 6 Wochen bei 25 Grad stehen. Ist dann alles erfolgreich fermentiert, dann können wir den Bokashi nutzen und zum Beispiel als Kompostaktivator nutzen oder bei uns in die Beete eingraben. Wichtig dabei, die effektiven Mikroorganismen und die Bakterien da drin allgemein sind UV-empfindlich, also auch darauf achten. Vor allem, wenn du jetzt die effektiven Mikroorganismen nutzen möchtest, um zum Beispiel deine Pflanzen damit bei denen in die Beete gießen möchtest, das halt einfach machen, wenn es bewölkt ist oder gerade regnet. Du musst dir jetzt nicht unbedingt die teuren Bokashi-Eimer kaufen. Es gibt dann welche so Sets für 50, 60, 70 Euro. Das sind dann so kleine Eimer, die halt auch einen Abflusshahn haben, die dann ungefähr so 10 Liter fassen. Finde ich sehr ineffizient. Du kannst dir auch selbst luftdicht verschließbare Eimer holen, zum Beispiel von der Gastro oder auch von Meisenknödel, wie ich das sehr gerne nutze. Die bekomme ich zum Beispiel von meinen Nachbarn. Die kannst du auch so umpräparieren, dass du dann einen zweiten Eimer nimmst und dann hier diesen Abflusshahn mit einbaust. Mache ich persönlich nicht. Ich tue dann die Flüssigkeit und die gleich, wenn ich dann neue Beete anlege oder einen Kompost direkt reinwerfen, ist halt sehr interessant für Leute, die halt dann dieses Fermentflüssigkeit ernten möchten, wenn sie zum Beispiel auf einem Balkon oder einem Kübel anbauen. Da macht es unter anderem sehr viel Sinn. Nichtsdestotrotz, diese Eimer bekomme ich kostenlos, da passt dann viel mehr rein. Einfach mal bei den Gastronomie oder bei Nachbarn fragen, woher du solche Eimer bekommst. Musst du jetzt nicht unbedingt diese teuren Eimer kaufen. Du kannst ja auch riesige Fässer holen, zum Beispiel Ölfässer, die so einen Spanndeckel haben, machst du dann eventuell ein bisschen sauber, reinigst die und kannst dann hier einen großen Bokashi ansetzen und hier die ganze Zeit aufschichten. Kannst auch unter anderem dafür nutzen, wenn du sehr viel Grasschnitt zur Verfügung hast und du weißt jetzt nicht, wohin damit. Die Komposttoiletten arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Erstmal möchten wir unseren Urin und auch den Kot trennen, weil das halt zum Beispiel in den Kläranlagen für große Probleme sorgt, zum Beispiel wegen der Ammoniakbildung. Wie auch mit der Spültoilette wertvolle Ressourcen wegschwemmen, die dann bei uns im Kreislauf unter anderem fehlen und die ganze Aufbereitung natürlich auch wieder was kostet in den Kläranlagen. Die Komposttrenntoiletten sind so aufgebaut, dass du einen Kanister hast, in dem dann der Urin landet, der dann genauso bearbeitet wird wie die effektiven Mikroorganismen, wo du dann hier zum Beispiel eine Melasse mit reingibst und dann die effektiven Mikroorganismen reingibst, um den Urin zu fermentieren, und der Kot dann in einem luftdicht verschließbaren Eimer kommt und jedes Mal, wenn dann abgekotet wird, dann Pflanzenkohle oder Sägespäne genutzt werden, das dann drüber gestreut wird und da auch effektive Mikroorganismen reingesprüht und dann genau wie beim Bokashi vorgegangen wird, den kompletten Eimer füllen, den halt fermentieren für mehrere Wochen und dann vielleicht einen separaten Kompost über mehrere Jahre ansetzen und dort dann den Kot umsetzen. Natürlich ist es auch sehr wichtig, darauf zu achten, was du in deinen Körper reingibst, also welche Medikamente oder gar auch Drogen zu dir nimmst, weil die ja dann letztlich in deinen Ausscheidungen mit auffindbar sind und die dann eventuell bei dir mit in den Garten kommen. Also da musst du auch wieder ein bisschen abwägen, ob du das nutzen möchtest oder wenn du auch Leute hast, die zu Besuch kommen, wie stark jetzt ihre Belastungen in dem Bereich sind, ob du dann das wirklich bei dir im Garten haben möchtest. Also ein bisschen. Also einfach mal drauf achten, wenn du vielleicht mal Leute zu Besuch hast, die in Regionen leben, wo gerne gekokst wird. Aha! Punkt Nummer 8. Verschiedene Nisthilfen für Insekten, Vögel und weitere Tiere. Weißt du, was kluge Menschen ausmacht? Unter anderem, dass sie mit einem gewissen Plan und einer gewissen Effizienz an ihre Arbeit rangehen. Und das können wir auch im Garten machen. Bevor du unnötige Arbeiten verrichtest und dir dann noch mit Stress verursachst, beobachte einfach die Natur,
und versuch sie bei dir mit zu integrieren. Lass dir einfach helfen und erhöhe die Artenvielfalt, damit du Nützlinge bekommst, damit du Vögel integrierst, andere Tiere, die bei dir für ein Gleichgewicht sorgen. Und wichtig sind da hier einerseits die Behausungen, zum Beispiel baue eigene Insektenhotels. Die kannst du unter anderem ganz einfach selber bauen, indem du zum Beispiel einen Baumstamm oder einen massiven Holzbalken aus Hartholz nutzt und da gegen die Maserung die Löcher reinbohrst. So, da kannst du dann unterschiedliche Lochgrößen nehmen, von 3 mm bis 12 mm. Natürlich vorher und nach den Bohrungen alles sauber abschleifen, zum Beispiel bei den Bohrlöchern mit Senkern, damit hier sich keine scharfen oder fransigen Kanten bilden, damit die Wildbienen da nicht zu Schaden kommen können. Detaillierte Videos habe ich dazu auch schon gemacht, werde ich dir unten verlinken, und auch weitere Videos, wie man halt gute Insektenhotel baut. Sehr viele Wildbienen siedeln auch gerne im Boden, da kann man auch unter anderem einen Sandkasten speziell für diese Wildbienen anlegen, Totholzhecken aufbauen für die Lebensgrundlage von verschiedenen Käfer oder auch kleineres Getier, welches dann hier auch Unterschlupf finden kann, zum Beispiel der Igel. Du kannst auch verschiedene Nisthilfen für unterschiedliche Vogelarten aufbauen. Die NABU hat unter anderem auf ihrer Webseite sehr schöne Bauanleitungen. Das wäre doch mal ein schönes Projekt in Schulen, im Werkunterricht oder einfach ein gemeinsames Projekt mit deinen Kindern. Ja, und sehr wichtig, nicht zu vergessen, dieses Bild zeigt es uns, auch Vögel und Insekten brauchen ein Nahrungsangebot, damit sie überhaupt einen Grund haben, sich dort anzusiedeln. Ist wie bei uns Menschen. Du kannst halt zwar eine schöne Bude irgendwo im Nirgendwo haben, wenn du aber da keine Essensversorgung hast, wenn du keine Abwasser- oder Wasserversorgung dort hast, keinen Strom und keine Jobmöglichkeit oder sonst irgendwas, dann wirst du wahrscheinlich auch dort nicht hinziehen. Deshalb sorg auch dafür, dass du Wildblumenwiesen zum Beispiel ansetzt, eine hohe Blütenvielfalt hinbekommst, vielleicht auch ein paar wilde Ecke einfach lässt, damit auch die Insekten eine Futtergrundlage haben und die dann sozusagen auch als Futtergrundlage für die Vögel dienen. Hallo? Wildblumenwiesen auf mageren Böden, Obstbäume, mehrjährige Kräuter setzen, mehrstufig auch anpflanzen und natürlich auch die Tränken für heiße Sommertage nicht vergessen. Und falls dir das kleine Gewässer nicht reicht, und du Platz hast, dann kannst du auch eine Stufe höher gehen, und zwar Punkt Nummer 9, Teiche. Und ich bin wirklich begeistert von der ganzen Artenvielfalt, die Libellen, die rumfliegen, ganzen Wasserinsekten und Tierchen, alles was so im Wasser rumschlummert, Frösche haben sie auch sogar. Und diese idyllische Atmosphäre gefällt mir sehr gut, wo man auch einfach mal abschalten und beobachten kann. Einfach eine ruhige Minute für sich zu bekommen, vor allem weil auch ein Teich einen sehr wichtigen kühlenden Effekt im Garten auswirkt. Es gibt unterschiedliche Teicharten, mit denen du dann andere Tiere besser anlocken kannst. Im Hortus-Netzwerk werden dann unter anderem diese Teiche aufgelistet, was man dann alles aufbauen kann, mit wunderbaren Bauanleitungen auch. Da wird dir auch gezeigt, wie du auch einen Teich ohne Folie ansetzen kannst, wenn du zum Beispiel einen lehmhaltigen Boden hast oder dir dann daneben zuholst, dann brauchst du einfach nur diesen Lehm und sehr viel Manpower, das heißt, du kannst da mal einen Rave machen, damit du dann alles während dem Tanz und dem Abshaken verdichtest. Geht dran! Das geht ganz steil empor! An Gurden Häcksler. Egal für welches Modell oder du Marke du dich entscheiden möchtest, schau halt auf die entsprechende Qualität. Und bei den Häckslern ist es halt so, dass die guten Sachen dann meistens so, sagen wir mal, so ab 1000 Euro dann doch kosten können, sogar aufwärts. Ist auch sein Geld in der Sache wert. Ich habe jetzt ein etwas günstigeres Modell, weil mir das mein Vater unter anderem mitfinanziert, und das ist dann mehr so ein Discounter-Bereich, sage ich mal, erfüllt seinen Zweck, aber ist halt dann doch vielen Aspekten, hat es auch seine Nachteile. Bei größeren Häckselgut bekommt er seine Probleme, dauert auch ein bisschen länger, hat nicht so diese Zugkraft, also das heißt, man braucht ein bisschen mehr Zeit und auch Kraft und Energie. Die Leistungsstärke und auch die Effizienz bei teuren Geräten lohnt sich dann auch, wenn du mehr zum Häckseln hast. Ja, vor allem, wenn du so richtig große Oschis hast. Kann sehr ärgerlich sein, wenn mal ein Sturm passiert. Und ich hoffe, das kommt nicht von deinen Bäumen, weil solche Verletzungen können wirklich brachial sein. Das waren jetzt für mich 10 wichtige Sachen, die man im naturnahen und auch im Permakulturgarten integrieren sollte. Natürlich gibt es noch weitere Sachen, die ich jetzt nennen hätte können, aber dann wäre das Video noch länger gewesen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich alle anschauen würden, vor allem von dem ganzen Aufwand her.
Nichtsdestotrotz, ich habe auch genug Videos verlinkt, werde ich dir auch hier noch spannende Videos in der Endcard verlinken, die du dir auch anschauen kannst, die ergänzend zu diesem Video sind. Wenn dir auch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und auch unten in den Kommentaren hinterlassen, was für dich eins der wichtigsten Elemente ist. Vielleicht habe ich es nicht